Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen. Ups, ich mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich heute meinen Arbeitspulli anhab. Was? Warum denn? Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Arbeitspulli und die Leute sagen immer: In Wurst sind Vitamine drin, in Leberwurst, in Schinkenwurst und Erdbeerkäse. Ja, das ist absolut korrekt. Apropos Erdbeeren und Käse. Da fällt mir doch jemand ein. Irgendjemand, der mit Erdbeerchen und mit Käse was zu tun hat. Ach ja, genau. Unser Rainerle. Der war wieder auf TikTok unterwegs. Und wir haben bestimmt keine Lust, uns das anzusehen. Wir tun's aber trotzdem, weil wir es können. Weil wir die Stärke haben, die es braucht. Angreifen. Wie man sieht. Hast du den Koran verbrannt? Nein, hat er nicht. Oh, das nervt. Also ich glaube, ich bin davon mittlerweile genervter als Rainer. Ich weiß nicht, warum ich das 2 Milliarden Mal jedem neuen User erklären soll. Nein, habe ich nicht. Das sind Lügen, das Tier verbreiten. Habe ich gerade vor 2 Sekunden gesagt. Ja. Tut mir leid, aber ja, nach ungefähr Milliarden. Okay. Böse, also hat nichts mit dir zu tun, aber einfach, ja, um unsere Schiene weiterhin zu fahren und einfach mir selber treu zu bleiben, würde ich einmal weitergehen, okay. Aber ich wünsche dir das Beste. Läuft ja gut mit den Matches bisher. Für deinen Stream, hoffentlich regelt sich das alles ganz, ganz schnell bei dir und... Das geht seit 10 Jahren so, also wohl eher nicht, aber trotzdem, okay. Vielen, vielen Dank und dann wünsche ich dir auch einen schönen Abend, mach's gut. Dankeschön. Aber Rainer, der Hate wird doch weniger. Ja auch. Ciao, ciao. Es ist halt immer sehr anstrengend, sag ich mal, wenn man diesen ganzen... Ja, Rainer, was glaubst du denn, wie anstrengend Arbeit wäre? Wenn man dieses ganze Zeug jahrelang hat und immer wieder... So, die neue Suche ist übrigens schon unterwegs. Wir gucken mal, ob wir jemanden erwischen. Ja, wohin ist er denn unterwegs? Okay. Ja, möchtest du ein Match machen oder machst du keine Matches? Eigentlich Matches nicht, nein. Ich hab Pech, wenn ich mal jemanden hab, mit dem ich mich ein bisschen unterhalten kann, dann matcht der nicht. Wenn ich jemanden hab, der matchen möchte, der geht dann raus wegen den Leuten. Also deswegen gehe ich nicht raus, aber wie gesagt, ich mach das eigentlich nur so ein bisschen Just-Verfahren. Aber okay. Eigentlich matche ich nicht, nein. Alles klar, gut, verstehe ich. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, mach's gut. Mach's ciao. Gut. Yo, ciao. Vielleicht sollten wir mal versuchen, mit Barello zu streamen. Vielleicht solltest du dir auch irgendwie einen Inhalt einfallen lassen, dann wärst du nicht auf die Matches angewiesen. Oh, ich bin auch überhaupt nicht größenwahnsinnig, nein. Nein, Rainer, du hältst dich ja nur für fast 2 Meter groß. Nein, natürlich nicht, den nerv ich jetzt nicht mit sowas. Wobei es schon mal witzig wäre, ne? Ich bin in der Sonderschule gewesen, also in einer Hilfsschule. Mhm. Ich bin mit neben unserer Schule, es war so, unser Schulgebäude war in 2 Gebäude auf. Kann mal jemand dem, was hat er da? Soll das ein Schweißband sein? Auf jeden Fall sollte ihm mal jemand erklären, dass man Telegram auch stumm schalten kann. Geteilt quasi. Es gab auf der einen Seite die Sonderschule und auf der anderen Seite die sogenannte Franziskusschule. Das heißt, da waren Menschen mit körperlichen oder geistigen Benachteiligungen, also Behinderungen. Rainer, und auf der Sonderschule, da waren die Genies? Und ich bin mit solchen Menschen aufgewachsen. Da habe ich schon von klein auf halt eine sehr hohe Toleranz gelernt. Ich hatte auch mehrere verschiedene Menschen in meinem Umfeld. Also aufgewachsen bin ich mit Russen, mit 1-2 Türken. Türken waren damals bei uns ja zu viele unterwegs tatsächlich. Aber ich bin mit Russen aufgewachsen, ich bin mit Türken aufgewachsen, ich bin mit Menschen mit anderen Hautfarben im Allgemeinen aufgewachsen. Und das ist für mich alles noch nie ein Problem gewesen. So. Ganz außer natürlich, sie haben sich zufällig in dein Dorf verirrt. Am Anfang, als ich das erste Mal jemanden getroffen hat, der eine komplett dunkle Hautfarbe hat, habe ich erstmal so reagiert, weil ich nicht wusste, was das ist. Ich war ja erst ein Steppke mit vielleicht 2, 5 Jahren. 2 Jahre, 5 Jahre, Hauptsache Italien. Aber nachdem ich das dann begriffen habe, das ist auch ganz normaler Mensch, das ist für mich auch ein normaler Mensch gewesen und geblieben. Und das hat für mich absolut nichts damit zu tun.
Junge, kannst du echt mal dein Handy auf stumm schalten? Das heißt, dass du sagst ganz klar, dass eben halt Menschen gleich sind, egal wo sie herkommen. Ich sag immer, wir sind alles Menschen, wir kommen alle von der Erde. Haben aber alle in Franken nichts zu suchen, weil das gehört dir. Also, ihr seht, seine Aussagen sind klar, er ist eben gegen Rassismus. Er sagt doch, jede Religion ist gleichwertig und somit sollte da auch vielleicht diese Meinung zumindest mal festgehalten werden. Hallöchen! Hallo! Danke, dass du angenommen hast. Ich bin gerade extra live gegangen, weil ich bei dir im Stream drin war. Ich muss unbedingt mit dir reden. Na, dann ist es wohl was Wichtiges. Hörst du mich? Ja, er hört dich. Hallo? Reini? Reini? Hallo, lo? Kann meine Passion echt nicht blockieren im Live? Keine Ahnung. 200 Millionen Anfragen, das ist echt nervig. Rainer, du bist der TikTok-Profi, du machst das beruflich. Du müsstest wissen, ob das geht. Dann eben nicht. Sorry, das war die Person, die mir jetzt hunderte von Anfragen gestellt hat. Ja, Rainer, vielleicht war es wirklich was Wichtiges. Vielleicht war das der Manager von Gronkh. Oder vielleicht ist das der Typ, der es mit der MPU voll drauf hat, der dafür sorgen könnte, dass du ab Montag wieder Führerschein hast? Ich wollte jetzt eigentlich die Person blockieren, dass die Person mir nicht dauernd schreiben kann, weil ich kann mich nicht auf meinen Stream konzentrieren, wenn ich 200 Anfragen in der Minute krieg. Vielleicht ist das auch ein Mobbing-Opfer, der bei dir im Podcast mitmachen will. So, ich konnte die Person jetzt nicht blockieren, ich habe es jetzt einfach wieder rausgeschmissen. Ich hoffe, sie akzeptiert jetzt einfach, dass man das nicht möchte. Alle 2 Sekunden das reinzuschicken, das ist echt nervtötend. Okay, und ich weiß, dass es extrem arrogant kommt. Ich hoffe, es tut mir auch wirklich leid. Ich hoffe, ihr könnt mir das auch verzeihen. Aber das ist wirklich unglaublich. Dass man kann sich nicht konzentrieren. Rainer, wenn du einfach mal kurz gefragt hättest, worum geht's? Und dann entweder, ja, okay, wichtige Sache, reden wir drüber. Oder, nee, ist in Ordnung, lass mal bitte. Da hättest du jetzt weniger Zeit verloren als mit dieser seltsamen Aktion. Wahrscheinlich, aber was weiß ich schon. So, also nochmal auf das Ganze zurückzukommen. Ihr habt gesehen, wie die Hater sich bei ihm jetzt gerade verhalten haben. Und ich gehe jetzt davon aus, so wie ich ihn jetzt gesehen habe, ist es ein Mensch, der sehr sachlich und sehr viel auf intelligente Art und Weise, auf intelligenter Ebene sich mit den Menschen unterhält. Rainer, dir kommt jeder intelligent vor, der nicht auf seine eigenen Schuhe sabbert. Also, du bist ja jetzt vielleicht nicht so der gute Maßstab. Mhm. Kann man, denke ich, der Linus ist da, wir müssen rausgehen, komm. Steht hier. Wer ist da? Ja, das sagen sie immer, die Leute, dass man rausgehen soll. Dabei mache ich ja gar nichts. Stimmt, er macht nichts, er sitzt nur da und bettelt. Wir sind jetzt mittlerweile bestimmt um die 3-4 Minuten miteinander am Reden und ich muss sagen, das geht die ganze Zeit, wir ignorieren es. Mhm. Ich kenne das ist bei jedem so. Die schreiben auch. Ist ehrlich, ganz ehrlich. Ich will damit nichts zu tun haben. Wir haben die jetzt uns angehört, ne? Alles gut. Ich bin halt eher so, halt eher nicht so für negative Stimmung, möchte ich hier nicht haben. Na gut, negative Stimmung kann man zwar nicht umgehen, aber ich wünsche trotzdem alles Gute. Ja, auch. Danke, dir auch. Reini, was schnaufst du denn so? Es ist nicht das, was mich runterzieht. Das, was mich gerade runterzieht, ist, dass wir heute keine Matchpartner bekommen. Wir hatten. Und die Schwerkraft, die zieht dich auch runter, weil sie an deinen ganzen Ärschen zieht. Wir haben jetzt mit Light Warrior 2 Runden gezockt, aber sie ist ja jetzt jemand, sie kannte mich ja jetzt im Vorfeld. Er kannte mich jetzt auch, aber ich will auch nicht gegen die schießen, das waren anscheinend ja auch echt nette Menschen. Ich fand es halt auch ein bisschen schade so, weil Metal war das nicht so, ja, wir möchten da jetzt keine negative Stimmung. Dann lass keine negative Stimmung zu. Man kann das Ganze eh nicht ausblenden. Doch kann man, indem man dich wegklickt. Geile Tattoos, dankeschön. Rainer, ich glaube nicht, dass du gemeint warst. Immer dran denken, Rainer. Also für mich, ne? Immer dran denken. Weisheit, Kraft und Mut. Alles, was dir fehlt. Muss ich immer dran denken.
Und dazu natürlich die Band, die mir das Leben gerettet hat. Ja, der China lässt auch lang Dynastie. Also nicht Dynasties, sondern oder Dynasties, sondern oder Dynasties, sondern du bist toll. Intelligenzquotienten her bin ich eher ein Troll. Also. Nö, du bist ein Ogre. Ich meine damit jetzt nicht die Trolle aus dem Internet, sondern eher die Trolle, die Ach, hängt da wieder auf seine Anime-Serie fest. Schaut zu viel Ragnarök aktuell. So, vergiss das. Wir suchen uns in Rainer, du schaust generell zu viel. Du solltest gelegentlich auch mal was lesen. Nächsten Matchpartner. Naja, was heißt den nächsten? Wir suchen uns nicht den nächsten Matchpartner, sondern wir suchen uns den nächsten Streampartner. Weil Matchpartner werden wir heute, glaube ich, nicht mehr zusammenkriegen. So. Und vergesst nicht, uns die Füchse reinzuhauen. Ne? Wir wollen zumindest das Ziel heute erreichen. Ja, wenn es schon keine Matches gibt, dann soll wenigstens die Bitte leisig auszahlen. Rainer, ich würde dir so gerne helfen, aber du kannst ja niemandem vertrauen. Das ist zu traurig. Ja. Das ist er will ja auch keine Hilfe, also keine richtige Hilfe. Er will nur Barne und Wurstfach. Das ist wirklich. Der Witz ist, manchmal bieten mir Leute Hilfe an, dann reagiere ich nicht darauf aus gegebenen Anlässen und dann greifen mich diese Leute an, weil ich ihre Hilfe abgelehnt habe. Rainer, der Witz ist fast 300 Kilo schwer und sitzt gerade vor der Kamera. Ja, das ist auch so. Also Leute, ich danke euch fürs Zuschauen, ich danke euch fürs nächste Mal, dass ihr dabei seid, hoffe ich dann auch. Hast ein bisschen was verpasst heute. Ja, leider. war echt toll, Drache. Ich danke euch. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns morgen. Das war doch wieder mal ein aufregender Stream, voller Spannung, Unterhaltung, ein Feuerwerk der guten Laune. Ich würde das mal gerne, was hat er eingenommen, 150 Öckner? Alter Schwede. Ja, aber das war jetzt, sag mal, schon durch sind, das war ein bisschen arg kurz, oder? Wobei, es ist Samstag, Sonne scheint, ihr wollt bestimmt auch mal raus vor die Tür. Einen der letzten Sommertage genießen. Deswegen würde ich sagen, denke ich euch noch einen Klassiker dran. So einfach kommt ihr mir heute nicht davon. Los geht's. Metal Lude, Servus und ein herzliches Willkommen. Und meine Stimme ist immer noch ganz schön im Arsch. Hast du wieder rumgebrüllt, Rainer? War wieder irgendjemand im Dorf, der da nicht hingehört? Ja, folgendes. Bin heute schon ein bisschen länger wach, aber sehe immer noch scheiße aus. Das wird sich auch im Lauf des Tages nicht ändern, habe ich so das Gefühl, Rainer. Gut, ich habe eine E-Mail bekommen. Genau genommen habe ich ein paar Dutzend E-Mails bekommen. Aber das war die einzige, die du lesen konntest. Und ich habe mir gedacht, ich korrigiere jetzt mal ein bisschen und gehe mal hier ein bisschen auf das Thema ein. So, ein gewisser Marius hat geschrieben. Er hat die Anspielung natürlich nicht verstanden. Marius, das war eine Anspielung auf diesen, wie hat er ihn genannt, Marius Labus von Lachschorn, dem er damals eine Mail geschrieben hat, sehr geehrter Herr Marius. Du hast nichts. Du hast keine Arbeit. Du hast keinen Schulabschluss. Du hast keine Freunde. Du hast keinen Sex. Und du hast keine Familie. Du hast nichts. Viel Spaß damit. Und auch das hat er nicht verstanden. Damit sollte ihm ja mitgeteilt werden. Rainer, es gibt Dinge, die sind wichtig im Leben. Und es gibt Dinge, die sind unwichtig. Von den wichtigen Dingen hast du nichts. Genauso wie er nicht versteht, es gibt Informationen, die sind wichtig. Und Informationen, die sind unwichtig. Das hat er ja immer angeführt. Ihr wisst überhaupt nichts von meinem Leben. Ne? Ihr habt nämlich keine Ahnung, wo ich vor 2 Wochen essen war. Was eine total unwichtige Information ist. Dass die Leute seine Sozialversicherungsnummer wissen. Das interessiert ihn nicht. Obwohl er daher mal behauptet hat, jemand hätte ihm die Nummer gesagt und da wäre alles falsch gewesen, ist totaler Schwachsinn. Also wenn man weiß, wie so eine Nummer aufgebaut ist, kann man ihm die sagen, bis auf die letzten, ich glaube, 2 Stellen. Die sind zufällig. Alles andere lässt sich aus
Nachname, Geburtsdatum und Region, wo er geboren ist, ermitteln. Okay. Wisst ihr, so viele von euch sagen immer, dass ich arrogant bin. Ja, was daran liegt, dass du arrogant bist, Rainer? Na? Ich bin so arrogant, weil ich mich für was Besseres halte, weil ich... Genau. Du hältst dich für einen sehr besonderen Menschen, der absolut Supersinne hat, der alles unfassbar schnell lernt, der größer ist, als er ist. Mich für was Krasseres halt, weil ich mich für jemanden halte, der ich angeblich nicht bin. Ja, zum Beispiel für einen Drachen. Gut, ihr wollt Arroganz? Die könnt ihr haben. Rainer, die kriegen wir bei dir seit Jahren. Meine Antwort auf diese Nachricht war... Voller Rechtschreibfehler. Ich habe sie noch nie abgeschickt, mache ich aber gleich. Ich mache YouTube. Schlecht gealtert, Rainer. Das ist meine Arbeit. Wie, du hast da Arbeit reingesteckt? In das, was du auf YouTube gemacht hast, hast du Arbeit reingesteckt? Ehrlich? Hat man überhaupt nicht gemerkt. Ich habe einen Schulabschluss. Nein, hast du nicht. Und das wurde dir auch vorm Gericht nochmal gesagt. Du hast ein Abgangszeugnis. Auch wenn ihr was anderes behauptet. Ich habe vielleicht keinen guten, aber ich habe einen. Ich habe Freunde. Ja, Rainer. Joker 1510, den Drachenbaden, Drachengames LP. Nicht viele, aber dafür echte. Ich habe Sex. Rainer, die rechte Hand gilt nicht. Wenn ich vielleicht aktuell keinen habe. Ich habe Sex, ich habe aber keinen Sex. Abgesehen davon habe ich keinen Sex. Ich habe keine Familie. Und wer ist schuld daran, Rainer? Du? Das ist richtig. Ich würde also sagen, nur einer von 5 Punkten. Aber was ich auch noch habe... Diabetes, Wasserbeine, Vorstrafen. Ich habe ein eigenes Haus. Schlecht gealtert, Rainer. Ich habe ein eigenes Grundstück. Auch schlecht gealtert, Rainer. Ich habe 3 Autos. Auch schlecht gealtert. Auch wenn keins davon fährt. Ja. Das ist wichtig, dass die Autos nicht fahren. Aber jetzt hast du eh keinen Führerschein mehr, ne? Ich hab einen super PC. Im Moment rennst du mit dem Laptop rum. Eine krasse Anlage. Was für eine krasse Anlage, Rainer? Meinst du, dieses Ding, mit dem du mit total übersteuertem Ton Kinderdisco gespielt hast und deine Nachbarn mitten in der Nacht belästigt hast? Ich hab eine Super Nintendo Konsole. Wow. 64, eine GameCube, eine Wii U und eine Switch. Außerdem eine Xbox 360 und eine PlayStation 2. Ich habe übrigens einen Schrank voller Socken. Ich habe 500 Spiele insgesamt auf meinen Konsolen, ungefähr. Es könnten sogar ein paar mehr sein. Ich habe 271 Spiele auf Steam. Da gibt's echt viele Gratis-Spiele. Und die sind fast alle kompletter Schrott. Ich habe 310 DLCs auf Steam. Ich habe in etwa 50 Spiele auf Origins. Etwa 23 auf Epic Games und etwa 20 auf, wie heißt die Plattform? Ich vergesse. Ding Online, Rainer. Ding Online. Das ist immer. Auf Epic Games müsste ich auch mal wieder gucken. Da gibt's doch auch jede Woche ein Gratis-Spiel. Manchmal sind da richtige Goldstücke dabei. Von Ubisoft, die Software. Du hast sogar einen Gaming-Stuhl. Noch. Der wird ja auch nicht mehr lange halten. Wo bin ich jetzt geblieben? Wartet mal. Hängen, Rainer. Du bist hängen geblieben. Irgendwo in der zweiten Klasse. Hier. Außerdem habe ich 5 Spiele auf Blizzard. Ich habe seltene Mounts in WoW, die First Drops sind. Boah, geil. Das ist ja cool. Ich hatte auf Ultima Online so ein komisches... Was war denn das? Hatte ich da einen Ostart genommen? Und diese Dinger, die klickt man doppelt und dann ploppen sie auf. Also es sind keine wirklichen Tiere, es sind Items, die man in ein Reittier umwandeln kann. Und beim Absteigen werden sie automatisch wieder in ein Item verwandelt und landen im Rucksack. Das gab's mal als Geschenk für 5 Jahre Ultima Online spielen.
also die First Jobs waren und sind. Ich bin auf Steam etwa Level 94. Donnerwetter, Rainer. Ist nicht so hoch, wie es sein könnte, aber es ist hoch. Ich habe alle Zelda-Teile auf der Konsole. Es war Pac-Man, du hast gespielt. Ich habe alle Fable-Teile auf der Konsole. Ich habe Zelda Twilight Princess dreimal. Und warum hast du das dreimal? Wolltest du das mehr als einmal spielen? Hast du ja gedacht, oh nee, das Spiel ist toll, das spiele ich nochmal. Und kaufe es mir auch nochmal. Ich habe es einmal auf der Wii, einmal auf dem Gamecube und einmal auf der Switch. Donnerwetter. Ist das die Switch, die dir dieser komische Statist vom Leifelsburschen geschenkt hat? Jetzt bin ich wieder verrutscht, Sekunde. Ich habe eine Senseo-Maschine. Ich habe drei normale Kaffeemaschinen. Ich habe einen YouTube-Kanal mit 146.000, fast 147.000 Abos. Ja, der ist jetzt auch weg. Und ich glaube, die Kaffeemaschinen, hast du die eingelagert oder sind die mit der Chance abgerissen worden? Ich habe mehr als 600 Mitglieder auf meinem Kanal. Du meinst den YouTube-Kanal? Ich habe 1,6 Millionen Aufrufe im Monat. Wo? Oh, auf deinem YouTube-Kanal? Um genau zu sein, sind es sogar nur die Aufrufe der 28 Tage. Ich habe ein starkes Selbstbewusstsein. Sagen wir mal, du bist ein maximal eingebildeter Narzisst. Ich habe einen super Handy. Nein, Rainer, du hast ein Aukitel. Ich habe ein Tablet. Ich habe Fans. Du hast Fans? Glaubt er das wirklich? Rainer, glaubst du das, dass du Fans hast? Ich habe Zuschauer. Ja, Zuschauer hast du. Und ich habe Hater. Ja, und auf die kannst du stolz sein. Das ist eigentlich das Einzige, was du dir wirklich selbst, ja, was du selbst geleistet hast, was du dir selbst erwirtschaftet hast. Deine Hater. Ich habe einen X-Hamster-Account. Ja, und dann hast du noch ein paar mumifizierte Hamster irgendwo rumliegen. Ich habe einen, was? Ich habe einen Heimtrainer. Den du nie benutzt, weil drin ist das Wetter zu schlecht. Ich habe so ein Standfahrrad. Ich habe eine Halle mit drei... Ja, mit drei was denn, Reime? Mit drei Türen, mit einem Äffchen und einem Pferd. Hallo, Rainer. Habe ich mich vertippt? Ach du, das fällt in den Buchstabensalat nicht weiter auf. Rainer, geht's bei dir noch weiter, oder? Wir wollen doch jetzt wissen, was für drei in der Halle sind. Mensch, was könnten drei alles sein? Drei Flugzeuge, drei Goldbarren, drei Freundinnen. Dreimal das Bernsteinzimmer. Drei von der Tankstelle, vielleicht auch drei Fragezeichen. Ach nee, das stimmt schon. Da habe ich mich nur vertan gerade. Anstatt vertippt nur vertan. Na also, siehst du, ist doch alles gut. Na Rainer, welches Wort ist denn da so schwer? Drei? Hm? Was denn nur? Wieso bin ich jetzt gerade so weit verrutscht? Warte mal. Ich habe ein Standfahrrad. Und der Typ liest Macbeth im englischen Original. Ich habe einen Keller und einen Dachboden. Und ein Äffchen und ein Pferd. Aber was ist jetzt in deiner Halle? Da sind drei irgendwas drin. Was für irgendwas sind das, Mensch? Bin jetzt neugierig. Und dazu noch zwei Etagen. Was, ein Keller mit zwei Etagen? Ich habe eine große Garage mit zwei Stellplätzen und Dachboden. Donnerwetter, Rainer. Wenn du jetzt noch einen Führerschein und ein Auto dazu hättest? Ich habe einen
Ich habe eine Masse an Werkzeug. Ja, das meiste hast du ja verkauft. Teilweise sogar Sachen, die ich gar nicht benötige. Rainer, du brauchst überhaupt kein Werkzeug. Du kannst doch eh nicht damit umgehen. Du hast mit einer Metallsäge versucht, Holz zu sägen. Wie zum Beispiel eine große Standbohrmaschine. Rainer, sowas kann man immer mal gebrauchen, wenn man mal ein Loch bohren will. Rudi war ja schon gut ausgestattet, ne? Also da kann man nichts sagen. Wenn der Sohn da ein bisschen handwerklich geschickt gewesen wäre und auch ja motiviert und Interesse dran gehabt hätte, da hätte sich da einiges bauen können. Ich verrutsche schon in der Zeile, sorry. Ich habe eine Scheune mit 3 Etagen. Oh, mit 3, jetzt erfahren wir, was es ist. 3 Etagen. 3 Etagen? Das ist ja langweilig, Rainer. Also, ich habe gedacht, dass 3 irgendwas Interessantes, 3 Originale von Rembrandt oder so. Ich habe einen Stall mit 2. Ich habe eine Halle. Stall mit 2? Mit 3 Abteilen und einem Dachboden. Wow. War das die Bulldog-Halle, die mit dem Dach das stabiler ist als die Dächer aller Hater zusammen? Ich habe eine kleine Garage, die als Lagerraum dient, mit Dachboden. Ich habe einen großen Garten und einen großen Hof. Hof. Ah, du meinst diese Mülldeponie vor deiner Schanze. Ah, ja. Ja, okay, das kann man mit viel gutem Willen auch als Hof bezeichnen. Ich habe einen Pool. Meinst du dieses aufblasbare Ogerbecken? Das hat auch nur irgendwie den Sommer gehalten, oder? Ich habe ziemlich viele Dinge. Ja, Rainer, aber es ging nicht um irgendwelchen Schrobel, den man rumliegen hat, sondern es ging um wichtige Dinge im Leben. Ich persönlich lege nicht viel Wert darauf. Ja, das hat man auch gemerkt, wie du damit umgegangen bist, ne? Normalerweise spreche ich doch nicht groß an. Nein, Rainer. Überhaupt nicht. Gerade deine Abos auf YouTube, die hast du eigentlich nie angesprochen. Also ich wusste nie, wie viele Abos er hat, weil er nie zu irgendwelchen Leuten gesagt hat, hier, ich habe übrigens so und so viele Abos. Ich sehe diese Dinge für mich als normal an. Und das sind Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin. Ja, Rainer, weil du hast die geerbt von Rudi. Du hast da nichts für geleistet. Mein ganzes Leben lang hatte. Eigentlich hatte die Rudi vor dir, ne? Zu mir zu sagen, du hast nichts. Ja. Pass auf. Jeder Mensch hat jederzeit immer irgendwas. Ja, und wenn es nur Hunger ist oder Harndrang. Und wenn es nur sein Selbstbewusstsein ist. Oder sein... Keine Ahnung. Jeder Mensch hat für gewöhnlich Klamotten. Selbst Obdachlose haben Klamotten. Ja, außer Leute, die sich keine Klamotten leisten können. Jeder Mensch hat für gewöhnlich irgendwas. Zu sagen, dass jemand nichts hat, ist völlig dämlich. Vor allem ist es dämlich, zu jemandem zu sagen, dass er nichts hat, wenn er vermutlich mehr hat als man selbst. Da müsste man jetzt mal einen Vergleich anstellen, was Marius so hat. Also es ist natürlich nicht der Marius. Ne? Versteh mich nicht falsch. Es gibt mit Sicherheit viele unter meinen Zuschauern und vor allem unter meinen Hatern. Und auch unter meinen Fans natürlich. Rainer, du hast doch keine Fans. Die mehr haben als ich. Ja, und weißt du, was lustig an der Sache ist? Die meisten haben sogar was dafür geleistet. Es gibt Leute, die haben ein Haus, das haben die selbst gebaut. Aber zu mir zu sagen, dass ich nichts habe, das Ganze könnte ich noch stundenlang weitermachen. Oh ja, bitte, Rainer. Am liebsten als Fortsetzung, heute. Und trotzdem, es ist jedes Mal dasselbe. Ja, du hast... Ja, man sagt dir was und du verstehst es nicht. Nichts ist völliger Bullshit. Und allein die Aussage, sich immer hinzustellen und mich auszulachen, diese ganzen Rechtfertigungen... Rainer, hat er gelacht? Hat er sich gerechtfertigt für irgendwas? Ihr wollt mir die ganze Zeit erzählen, was ich alles bin, wie dreckig ich bin, wie scheiße ich bin, wie kacke ich bin und was weiß ich noch alles. Ja, aber ich merke davon nur, dass ihr am Rummeckern seid und am Rummosern.
Rainer, du merkst im Moment, glaube ich, so überhaupt nichts. Ihr wollt immer, dass ich mein eigenes Leben reflektiere. Ja, das wäre mal nötig. Naja, und was ist, wenn man euer Leben reflektieren würde? Das sind keine Vorstrafen. Also bei mir stehen keine Leute vorm Tor. Euer Verhalten vor allem? Mein Verhalten ist, also die meisten Leute freuen sich, wenn sie mich sehen. Von hinten. Ich glaube nicht, dass ihr damit sonderlich weit kommen würdet. Euer Verhalten ist das absolut Letzte. Und vor allem, wenn ihr die ganze Zeit immer behauptet, du hast nichts, du bist voll scheiße. Ja, aber Rainer, wenn es doch stimmt. Ihr seid in meinen Augen einfach nur kleine Quirulanten, die die Schnauze aufreißen. Ja, damit provoziere ich mit Sicherheit jetzt wieder. Natürlich ist ja auch dein Geschäftsmodell. Aber nur, weil Leute sich dadurch provoziert fühlen, wenn man ihnen die Wahrheit sagt. Du meinst, so wie du dich jetzt provoziert gefühlt hast, weil dir jemand die Wahrheit gesagt hast, dass du nichts hast, was wirklich von Wert ist im Leben? Es ist Fakt, dass ich all diese Dinge habe. Es ist, sagen wir, hatte. Es ist Fakt, dass ich sogar noch viel, viel mehr habe, als das, was ich sage. Hatte, Rainer, das ging dann alles in den Container. Ihr haltet mich für arrogant, weil ich sage, was ich denke, weil ich sage, wie ich bin. Rainer, wenn du das, was du sagst, denkst, dann solltest du lieber nichts mehr sagen und nochmal nachdenken. Ich bin also arrogant, weil ich ein stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein habe. Rainer, du bist ein Narzisst. Weil ich weiß, wer ich bin, weil ich weiß, woher ich komme, weil ich weiß, was ich erlebt habe. Er weiß, wer er ist. Das ist der Typ, der sich Drache nennt. Keiner von euch. Und wenn er noch so ähnliche Geschichten durchgemacht hat, kann nachvollziehen, wie ich mich fühle. Rainer, und du kannst dich nachvollziehen, wie andere Menschen sich fühlen. Und es interessiert dich auch nicht. Wie man ja gesehen hat an der Sache mit Wien, ne? Keiner von euch kann nachvollziehen, wie ich bin. Einfach nur deswegen, weil niemand mein Leben geführt hat. Und dafür ist jeder auch sehr, sehr dankbar, Rainer. Du wisst über mein Leben ja ach so viele Sachen. Ja, das, was relevant ist. Ja, ihr wisst über mein Leben genau die Sachen, die ich bereit bin, euch mitzuteilen. Oder die man vielleicht aufgrund von YouTube oder so mit Abonnenten, Followern und so weiter oder ähnlichen Aktionen vielleicht mal mitkriegt. Oder die man über Dritte erfährt. Oder die man sich zusammenrendern kann. Aber über mein Leben selbst wisst ihr nichts. Schon gleich gar nicht, wie ich denke. Oder was ich denke. Oder wie ich drauf bin. Naja, Rainer, wie du denkst, ich glaube, das kann ein normaler Mensch auch gar nicht nachvollziehen. Ihr wisst nur das, was ihr zu sehen bereit seid und das, was ich bereit bin, euch mitzuteilen. Und von dem, was ich euch bereit bin, mitzuteilen, wird dann meistens nicht mehr die Hälfte geglaubt. Ja, Rainer, weil du halt auch permanent lügst. Mit deinen 6 Jahren Kampfsport. Messer werfen auf Wettkampfniveau. Was dann letzten Endes wieder dazu führt, dass letzten Endes wieder gesagt wurde, dass ich lüge. Ja, Rainer, weil du ja auch lügst, aber du lügst ja nur, um deine Freunde zu schützen und deine Familie, die du beide nicht hast. Oder um einen Vorteil zu erlangen. Oder weil dir gerade langweilig ist. Oder arrogant bin. Oder ein Stück Scheiße, oder weiß der Geier was. Meckert von mir aus euer ganzes Leben lang über mich. Macht das. Das ist eure Zeit, die ihr damit verschwendet. Und es ist euer Irrglaube, wenn sich irgendwann herausstellt, dass es nicht so ist. Ja, Rainer, blöd für dich nur, dass es sich bisher noch nie herausgestellt hat, dass es nicht so ist. Bisher warst immer du derjenige. Die Hater haben im Laufe der letzten Jahre mehr Irrglauben für sich selber gehabt, als dass ich gesagt habe. Falls irgendjemand den Sinn dieses Satzes versteht, möge er sich jetzt melden oder für immer schweigen. Ich habe die Hater besser einschätzen können, als sie mich einschätzen können. Ich habe die Hater besser unter Kontrolle, als sie glauben, dass ich sie habe. Das ist übrigens der Typ, der eben noch gesagt hat, alle halten ihn für arrogant, dabei stimmt das gar nicht. Gut, es mag sein, dass sich einige Leute durch Provokation und sonstigen Scheiß aufregen und sonstigen Mist. Was, ehrlich? Okay, das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen. Es gibt Leute, die regen sich auf, wenn man sie provoziert? Wie sind die denn drauf? Also hör mal. Aber es ist letzten Endes trotzdem so, umso mehr Mist ihr baut, umso mehr labert ihr, umso mehr Scheiße ihr baut. Desto netter wärst du. Das ist schön für uns. Ich bin am Ende immer noch hier.
Mit hier meinst du jetzt aber nicht den Altschauer Berg 8, oder? Weil, Rainer, da bist du nicht mehr. Ich führe mein Leben. Ihr mischt euch in mein Leben ein, nicht andersrum. Ich möchte mich hier hinsetzen, möchte mit euch quatschen, was ich so den Tag über gemacht habe, möchte mit euch vielleicht mal ein paar Spiele spielen, möchte vielleicht für euch mal streamen, möchte vielleicht mit euch einfach ein bisschen dasitzen und Musik hören. Und dafür Barne und nochmals Barne bekommen. Aber ihr kommt hierher und provoziert mich und schreibt mich an. Nein, Rainer, das hast du nie verstanden. Du provozierst die Menschen. Die Menschen wollen ja daraufhin ihre Meinung sagen. Das geht aber nicht, weil du das nur zulässt in einem Raum, wo du sofort den Bannhammer schwingen kannst. Also kommen sie zu dir nach Hause. Hast du nie verstanden. Und labert mich dumm an und macht meine Sachen kaputt und mein Haus. Und alles, was ich mache, alles, was ich liebe, alles, was ich möchte. Macht ruhig so weiter. Macht. Okay. Das. Ihr werdet die Welt in Brand setzen. Ich werde versuchen, sie zu löschen. Wie denn? Willst du einen Feuerwehrschlauch an dein Bein anschließen, oder was? Und so wird es nämlich immer laufen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Das ist übrigens kein Vlog. Bis zum nächsten Mal, euer Drache. Tschö, tschö. Ja. Das war's jetzt aber auch wirklich für heute. Ein bisschen raus an die Sonne. Oder ins Schwimmbad oder in die Sauna oder in die Disco oder was man halt so macht am Wochenende. Also am Samstag, dem ersten Teil des Wochenendes, weil morgen sehen wir uns ja schon wieder. Dann sei David gefälligst wieder zurück und guckt zu. Bin ich traurig. Also, bis morgen. Bis dahin, möge das mit euch sein.